Ein völlig neues Fahrgefühl für Automobilisten vermittelt dieses von einem deutschen Konstrukteur entwickelte Kraftfahrzeug, das auf dem Wasser so gut zu Fuß ist wie auf dem Lande und darum folgerichtig Amphicar heißt. Teststrecke für die Seetüchtigkeit dieser Schwimmwagen ist der Tegeler See. Hier kann man sie fast täglich beobachten, wie sie die ersten Flossenschläge machen und dann auftauchen aus ihrem zweiten Element, um sich, wenn sie auf ihren regulären vier Beinen stehen, als recht zweckmäßige und formschöne Automobile zu entpuppen. Etwa 1000 dieser Wagen wurden seit November vorigen Jahres von einer großen Waggon- und Maschinenfabrik im Norden Berlins bereits gebaut und ausgeliefert. Die gesamte Berliner Produktion umfasst 16.000 Fahrzeuge bei einer täglichen Fertigung von zurzeit 8 Stück, die bis auf täglich 25 gesteigert wird. 360 Menschen dieses Betriebes sind allein in diesem Produktionszweig beschäftigt. Amphicar ist damit die erste regelrechte Automobilproduktion in Berlin. Nachdem Karosserie und Fahrgestell fest verschweißt sind, wird der Rohbau im Wasserbecken einer ersten Dichtungsprobe unterzogen. Erst wenn der bis über die untere Türkante eintauchende Fahrzeugkörper absolut dicht ist, geht das Stück in die weitere Verarbeitung. Eingebaut wird ein englischer 1,2-Liter-Motor von 42 PS, Vierganggetriebe für Land- und Wendegetriebe für Wasserfahrt. Tank und Kofferraum sind im Bug des Fahrzeuges. Alle Einzelteile und der Lack sind besonders gegen Wassereinwirkung geschützt. Zur normalen Ausrüstung des Wagens gehören Heizung, wasserabweisende Polsterung, elektrische Lenzpumpe, Positionslampen für die Wasserfahrt. Auf dem Lande erreicht das allerdings etwas hochbeinige Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 125 Kilometern in der Stunde. Bei der Wasserfahrt, auch hier Lenkung mit den Vorderrädern, sind mit den zwei Kunststoffschrauben im Heck etwa 13 km/h zu erreichen. Geliefert wird vor allem nach Amerika, auch schon in die Schweiz. Der Preis des Wagens in Deutschland wird bei 10.000 Mark liegen.